Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Aber nichts hört man. Nur jetzt. Aber wir müssen in Amerika anrufen. Wir sagen, wir würden gerne unsere Grenzen dicht machen. Wir wollen eure Flüchtlinge, die wir gemeinsam durch Rüstungsexport erzeugt haben, wollen wir nicht haben. Da heißt es auf der anderen Seite, das ist uns egal, was ihr wollt. Ihr seid nur teilsouverän. Achtung, oder wisst ihr das nicht? Also, wenn wir das Problem mit kriminellen Migranten in diesem Land wirklich lösen wollen, müssen wir auch darüber reden, ob diese Flüchtlingsströme irgendwas mit Geopolitik zu tun haben, irgendetwas mit NATO-Politik. Und die Antwort lautet ja. Wer Waffen exportiert, erntet Flüchtlinge. Jetzt sagt der einzelne Bürger, vor allem der betroffen wurde, was soll ich denn da machen? Und diese Frage ist berechtigt. Ich weiß es nicht so ganz genau, was man da machen kann, was einen Effekt hat. Und das habe ich in der Sendung auch geäußert. Wenn wir das mal verstehen würden, dann wüssten wir auch, wo wir mindestens ansetzen müssten. Nämlich, wie kann das eigentlich sein, dass der Souverän, der Bürger, das gar nicht haben will und sich da aber dieser Gewalt auf der Straße ausgesetzt sieht, dass man so sagt, also ich kann nicht mehr erkennen, dass es sich um eine deutsche Fußgängerzone handelt, weil ich sehe hier kaum Deutsche. Ich traue mich nicht mehr auf die Straße, ich fühle mich als fremd im eigenen Land. Solche Städte gibt es, solche Areas gibt es. Gebe ich zu, gibt es. Okay? So. Aber wenn ich das ändern möchte, dann kann ich doch in Deutschland in der Geschichte zurückgehen und sagen, war das eigentlich immer schon so? Also vor 15 Jahren, 20 Jahren, 35 Jahren? Oder hat sich Deutschland in diesem Bereich entwickelt? Und die Antwort lautet, ja, hat sich auch entwickelt. Und das korreliert mit der NATO-Außenpolitik, die ja weiß, out of area ist. Das heißt, hier werden Flüchtlingsströme produziert, das weiß man auch. Und die schickt man dann in diese Länder, um dort irgendetwas zu tun. Man kann sagen, destabilisieren, ausdeutsche Bevölkerung. Wie immer du das nennen willst, ich kann das nicht alles bestätigen, aber eins ist klar, die Wellen und die Flüchtlingsströme kommen von außen nach Deutschland, nach Europa. Und da, wo sie weggehen, ist oft die EU oder die NATO aktiv. Und wenn wir das nicht wollen, dann sollten wir denjenigen, die diese Politik machen, in die Parade fahren nach dem Motto, ihr verdient vielleicht an diesen Waffenverkäufen, ihr verdient vielleicht an diesen billigen Märkten, die ihr erobert, aber wir, die Bevölkerung, wir müssen den Preis dafür bezahlen. Und ein Standpunkt, nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ich möchte den kriminell gewordenen Migranten in Deutschland loswerden, löst unser Problem überhaupt nicht. Weil für einen kriminell gewordenen Migranten, den du abschießt, kommen 100 neue. Das ist die Vogelperspektive. Und wenn wir sagen, hier stimmt was nicht, weil hier verarscht uns irgendjemand, dann ist das die richtige Analyse. Und deswegen hat Gewalt von Flüchtlingen eben oft, sehr oft doch etwas mit Geopolitik zu tun, was nicht bedeutet hier an Feroz, dass das immer so ist. Natürlich ist das nicht immer so, aber es spielt eine wesentliche Rolle. Und diese Rolle kleinzureden oder sagen, die existiert gar nicht, ist meiner Meinung nach populistisch und es bringt auch nichts. Und ich beschäftige mich zu lange mit Geopolitik, ja, um abstreiten zu können, dass ich hier ein Muster erkenne. Ich erkenne hier ein Muster. Und dieses Muster, Länder zu destabilisieren, indem man dort Flüchtlingsströme abzieht, die Bevölkerung rausnimmt, das Land ausbluten lässt, Stichwort Syrien, wo die Bevölkerung das Land seine Intelligenz verliert und gleichzeitig die in Länder abschiebt, wo man sie haben will, für was auch immer. Diese Pläne gibt es und die werden am geopolitischen Kartentisch entschieden. Und zwar irgendwo in Washington oder in Brüssel und nicht in deutschen Parlamenten. Auch nicht in französischen Parlamenten. In gar keinen Parlamenten. Das ist der Tiefenstaat hinter dem, was wir als Demokratie-Simulation erkennen müssen. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man sich darüber richtig aufregt und deswegen muss irgendjemand jetzt dafür büßen. Und das ist vielleicht sogar berechtigter. Und auf diesen Flüchtling bin ich total sauer, weil der hat jetzt zum dritten Mal den Laden eingestiegen, meinen Mofa geklaut und irgendeine Frau betatscht. Der muss jetzt auch mal dafür bezahlen. Ja, indem ich ihn abschiebe. Aber löst das wirklich unser Problem? Ursache und Wirkung haben miteinander zu tun. Immer. Die Probleme, die durch NATO-Außenpolitik entstehen, sind eben extrem. Die sind meiner Meinung nach extremer als die Probleme, die wir haben mit deutschen Migrationshintergrund, die in Deutschland Clans bilden. Das ist auch ein Riesenproblem. Das kriegen wir aber eher in den Griff, weil wir müssen nicht in Amerika anrufen und sagen, Entschuldigung, wir haben es hier mit einem Clan zu tun, dürfen wir den angehen. Aber wir müssen in Amerika anrufen und wir sagen, wir würden gerne unsere Grenzen dicht machen, wir wollen eure Flüchtlinge, die wir gemeinsam durch Rüstungsexport erzeugt haben, wollen wir nicht haben. Da heißt es auf der anderen Seite, das ist uns egal, was ihr wollt. Ihr seid nur teilsouverän. Achtung, oder wisst ihr das nicht? Und das haben wir doch bei den Grünen gesehen.
Die Grünen wurden relativ schnell eingenordet und fahren dieselbe Politik wie alle Parteien vorhin auch. Und zur AfD, ich glaube, und ich weiß es auch, ich kenne den einen oder anderen AfD-Politiker, da gibt es kluge Köpfe. Aber glaubt mir, es wird nicht so sein, dass wenn die AfD irgendwann mal die Regierung stellt, alles ganz anders werden wird. Die werden nämlich dann auch eingeladen nach Washington und da wird man ihnen mal die richtigen Spielregeln erklären. Den hat man auch den Linken erklärt und den Grünen. Und da gibt es nämlich eine Knarre an die Schläfe dazu. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Unsere und unsere. Okay? Und jeder, der etwas anderes denkt, ist vollkommen naiv, wenn er über Demokratie redet. Demokratie, wie wir sie haben, Parteiendemokratie, ist eine Demokratieverhinderungsmaschine. Und in wesentlichen Punkten, wenn es um imperiale, geopolitische Ziele gibt, die größer sind als das, was in irgendeinem Land passiert, da spielt Deutschland oder ein europäischer Staat keine Rolle. Sondern da macht das aktuelle Imperium eine Ansage. Und das sind in diesem Fall einfach die USA. Das ist dieses System, ein gewalttätiges System, in dem du Seiten brauchst an der unteren Spitze der Pyramide, um sie gegeneinander auszuspielen. Wenn wir das große Ganze aber nicht erkennen, werden wir nichts ändern. Wir werden gar nichts ändern. Wir ersetzen eine Partei, die korrupt ist, durch eine andere, die korrupt ist. Und die AfD macht zum Teil eine recht gute Oppositionspolitik. Warum? Weil es ein Markt ist. Der einzige Markt, der für eine neue Partei frei ist, ist Opposition. Und auf dem Weg nach oben passen sie sich an. Unten, wo die Pyramide breit ist, gibt es noch viel Platz für Spektren. Aber auf dem Weg nach oben gibt es nur noch eine Spitze. Und da sind sie sich alle in der Kaste einig. Nämlich, hier oben ist es so angenehm, da vergesse ich doch meine Ideale. Und in einer Welt, wo alles miteinander zusammenhängt, wo Globalisierung oben drauf steht, also Weltherrschaft, haben wir es eben auch mit einer globalisierten Korruption zu tun und mit einer globalisierten Meinungsmache, dass es immer nur einen Standpunkt gibt. Und ich habe das immer wieder gesagt, wenn in diesem Land zu irgendeinem Mainstream-Thema zwei Meinungen existieren, heißt es immer gleich, die Gesellschaft ist tief gespalten. Wenn in einer Demokratie alle zu einem Thema eine Meinung wären, dann ist das gar keine Demokratie. Aber jeder Blick auf etwas ist nur ein Segment. Da bin ich bei Schopenhauer, das glaube ich, gesagt. Es ist perspektivisches Sehen. Aber was ist denn jetzt richtig? An allem ist etwas dran. Wahrheit setzt sich aus vielen Facetten zusammen und niemand kann von sich behaupten, nein, was ich sage, ist richtig. Denn am Ende des Tages, und das gilt übrigens auch für mich, ist es nur Meinung. Es ist meine Meinung. Ich habe mich als Meinung für diese Perspektive entschieden, aber ich kenne auch diese Perspektiven. Aber ich bevorzuge diese Perspektive, weil ich halte sie für mich für schlüssiger. Wie ich mag diese Art von Haarschnitt, dieses Auto, dieses Wetter am liebsten. Meine Lieblingseissorte bei Essen ist diese. Und ich esse überhaupt keine Süßigkeiten. Ja, ja. Ist super. Müssen Süßigkeiten deswegen abgeschafft werden? Nein. Ich verstehe nicht, warum du Eis isst, aber wenn du es gerne willst, ich esse lieber Pommes. Echt jetzt? Ja, ja. Gut. Und dafür möchte ich werben. Lasst uns als Publikum anders sein. Lasst uns einfach anders sein. Freuen wir uns darüber, dass bei einer solchen Diskussion wie bei Fairtalk, dickes Lob an Jens Lehrich und die Produktion, sie den Versuch jedenfalls nicht aufgegeben haben, Leute an einen Tisch zu bringen, die andere Meinung haben. Bedanken wir uns bei all diejenigen, die sagen, auch wenn ich aus demselben Bubble komme, ja, wir kommen eben doch nicht aus derselben Bubble, das haben wir eben gesehen, vertrete ich einen anderen Standpunkt. Ich muss sie nicht gut finden, ich kann mich darüber tierisch echauffiert, aber es ist nur ein Standpunkt, es ist nur eine Meinung, eine politische Meinung. Es ist politischer Geschmack, okay? Wie Farbe, rot oder grün, was ist richtig? So, und freuen wir uns darüber, dass es Menschen gibt, die sich trauen, sich an einem solchen Tisch, einer solchen Diskussion und vor allem dem Blowback im Nachgang auszusetzen. Aber schlagen wir im Anschluss nicht auf uns aufeinander ein und verhalten wir uns eben nicht wie Fans. Weil Fans sind letztendlich Fähnchen im Wind und wehen nach dem aktuellen politischen Wind, der gerade weht. Ja? So. Und das sehe ich eben, dass viele von uns, nicht die meisten, aber viele von uns, wenig gemäßigt unterwegs sind, sondern sich benehmen wie ein Fan eines Fußballvereins und für den ist dieser Fußballverein das ganze Leben und alles andere ist total unwichtig. Ja? So. Und übrigens ein anderer Fußballverein, das ist der Feind. Die können ja gar nichts. Ohne verschiedene Fußballvereine gar kein Fußball. Weil Fußball bedeutet, dass mehrere Mannschaften aufeinandertreffen, immer wieder. Und die Saison ist mal so, ist mal so. Und wer hat Recht beim Fußball? Der gewonnen hat, hat der Recht? Nee, die Frage ist, war das ein gutes Spiel? War das ein unterhaltsames Spiel? War es ein faires Spiel? Gewonnen hat auch noch jemand. Aber ich habe auch schon Fußballspiele gesehen, wo der eigentliche Verlierer nach Punkten der Star auf der, weil er, wie er verloren hat, war großartig. Wo ich sage, wow, er hat gekämpft, das war toll. Und es hat auch die andere Mannschaft erkannt, wir haben zwar gewonnen, aber Respekt, wie sie mit 9 Mann bis zum Schluss durchgehalten haben und nur ganz knapp ist das der Sieg an den Muss ich sagen, solche Fußballspiele habe ich erlebt und das ist die Stimmung im Stadion, wo ich sage, darum geht es.
Darum geht es. Man sagt, es geht doch nicht darum, welche Mannschaft gewinnt. Ja? Es geht doch nicht darum, welche politische Meinung gerade gewinnt. Es geht darum, dass wir sagen, okay, wir reden wieder miteinander. Darum geht es. Und ich glaube, wir haben doch während der Corona-Phase gesehen, wie sehr das nötig ist, dass wir miteinander reden, weil wir es auch hier ja mit Lagern zu tun haben, die nicht miteinander reden, die Geimpften mit den Ungeimpften nicht umgedreht. Mit euch habe ich noch eine Rechnung offen. Ach, ihr Phantasten. Wegen euch der Lockdown, weil ihr nicht geimpft habt. Diese Spaltung, die in der Gesellschaft stattgefunden hat und der Druck, der da auf dem Kessel ist, irgendwie raus muss, der überträgt sich auf jedes Thema. Lasst uns anders miteinander umgehen. Okay? Und ich habe mit keinem Wort Migrantengewalt verteidigt oder sie verharmlost, totaler Quatsch. Wie auch die anderen Kollegen am Tisch nicht gesagt haben, alles, was die NATO macht, ist total spielt überhaupt keine Rolle. Also wer Flüchtlingsströme auslöst, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn später welche von denen nach Deutschland kommen. Und das hat gar nichts mit, das haben sie auch nicht gesagt. Aber sie haben sich für eine Perspektive oder einen Blickwinkel entschieden und haben dann gesagt, ich finde, dass das der wichtigere oder der eigentliche Blickwinkel in dieser Sendung sein sollte. Und das sehe ich anders. Ich sehe das einfach anders. Ich bin nicht vom Thema abgewichen, ich habe die Perspektive gewechselt. Ich bleibe im Thema, nehme aber eine andere Perspektive ein. Weil eine Perspektive, die am Tisch schon herrscht, die schon eingenommen wurde, wenn ich die auch noch einnehmen würde, obwohl ich sie gar nicht einnehmen möchte, das wäre ja relativ fad. Da würde ich sagen, der sagt ja genau das, was der auch sagt. Und der sagt auch dasselbe. Was soll denn die Sendung eigentlich? Ich dachte, ihr ladet Leute ein, die sich mal ein bisschen reiben, oder? Ja, und wenn man mich einlädt, damit ich eine andere Perspektive auch vertrete und das auch ehrlich tue, dann muss man damit leben, dass man diese Perspektive nicht so sieht. Aber das ist das Salz in der Suppe. Das macht die Sache spannend. Und ich akzeptiere alle, die am Tisch waren, auch wenn ich nicht jede These teile. Und ich scheue mich nicht davor, in Sendung zu gehen, wo ich genau weiß, dass die, die dort sind, eine vollkommen andere Meinung haben. Aber darum geht es. Ich lerne immer etwas davon, wenn ich auf jemanden treffe, der das vollkommen anders sieht. Und ich glaube auch, dass er etwas davon lernt, wenn ich bei meiner Perspektive bleibe oder sie ein bisschen variiere, sage, stimmt, macht mich gerade nachdenklich. Aber vor allem das Publikum hat was davon. Weil das Publikum erkennt plötzlich, es gibt neben meiner Perspektive noch die ich gar nicht kannte. Und das ist genau das, was wir in der Demokratie brauchen. Viele Facetten, viele Standpunkte, damit der Kopf, der ja rund ist, sein Denken tatsächlich wechseln kann. Weil wir beziehen uns oft mit dem, was wir dann sagen, auf die Gedanken eines anderen Menschen. Oder sagen, das, was er gerade gesagt hat, das sehe ich zwar ganz anders, aber das bringt mich auf eine Idee. Oder dieses Argument, das stützt eigentlich meine These. Ich brauche das. Ich brauche das. Und ich wünsche mir beim Öffentlich-Rechtlichen, dass das mehr stattfindet. Dass man auch die andere Seite einlädt. Und ich wünsche mir das auch bei den Privaten. Und ich wünsche mir, dass wir, die das immer fordern, anders miteinander umgehen. Nämlich, okay, das verstehe ich jetzt gar nicht, das finde ich jetzt sehr einseitig, aber akzeptiere ich, schüttel manchmal den Kopf. Aber derjenige, der das gesagt hat und vor allem diejenigen, die das auch sind, sind doch jetzt keine Arschlöcher. Die man rausschmeißen sollte. Miese Wichser. Wo geh doch nach Hause, wo der Pfeffer wächst, wo dein Vater kommt. Was sollen solche Kommentare? Überspitzt. Kam jetzt nicht so heftig, aber es ging schon stark in die Tendenz. Ja? So. Ich komme zum Schluss. Mein Appell an alle, die eine solche Sendung produzieren, ist, macht weiter. Finde ich gut. Ladet Leute ein, die zu einem emotionalen Thema eine andere Meinung haben, damit dort eine Diskussion stattfindet und nicht nur sehen Sie es ganz genauso, können Sie Ihren Haken machen. Und ich möchte an das Publikum appellieren, wieder zu lernen, das zu ertragen. Weil es war früher mal so. Ich bin ja schon etwas älter und in den 70er, 80er Jahren, als in Talkshows noch geraucht und getrunken werden durfte, war das ganz oft so, dass vollkommen unterschiedliche Meinungen an einem Tisch waren. Da waren auch die Parteien noch anders. Da gab es einen Wehner, da gab es einen Strauß und deren Publikum. Das war normal. Das wurde ausgehalten. Da wurde an den Stammtischen natürlich auch diskutiert. Aber die Vielfalt war normal. Und ich habe heute das Gefühl, dass Vielfalt nicht mehr ertragen werden kann, wenn in der eigenen Bubble jemand von einem Thema abweicht. Und so ist Demokratie nicht möglich. Wir müssen Demokratie lernen. Dann brauchen wir demokratische Medien, wo die ganzen Rundfunkräte und Mainstream-Redaktionen nicht nur von Leuten besetzt werden, die mit einem Parteibuch kommen oder ideologisch geschult wurden und in irgendeinem Think Tank eine Vorbildung bekommen haben, was sie zu denken haben. Dann brauchen wir ein demokratisches Geldsystem, das haben wir nicht. Dann brauchen wir direkte Demokratie, die nur funktioniert mit Medien, die auch facettenreich informieren, weil sonst hat das gar keinen Sinn, ja? Wir stehen also, was Demokratie angeht, ganz am Anfang. Und wo können wir anfangen, wenn es um Probleme geht, zum Beispiel mit Gewalt von Migranten, indem wir differenzieren? Wollen wir Recht haben, um Recht zu behalten, oder wollen wir Recht haben, um wirklich eine Situation zu verbessern? Und was bedeutet das tatsächlich verbessern? Ja. Wollen wir das große Ganze angehen, ohne das Kleine aus dem Blick zu verlieren? Oder wollen wir uns nur um das Kleine kümmern, das Große? Oder wollen wir nicht vielleicht beides machen?
Muss man sich entscheiden, A oder B? Wenn ich was für meinen Körper tun will, mache ich dann nur Sport oder achte ich auch auf meine Ernährung? Na, du musst dich entscheiden. Vielleicht sagt man, ich mache jetzt mal nur ganz viel Sport und irgendwann stelle ich fest, nur mit Sport ist es nicht getan, ich sollte vielleicht auch meine Ernährung anpassen, weil sonst kann ich so viel Sport machen, wie ich will, ich bleibe fett. Dann mache ich jetzt nur noch Ernährung und gar keinen Sport. Nein, nein, du musst auch Sport machen, damit es ein bisschen was bewirkt, verstehst du? Mach doch beides, ausgewogen. Und was ist wichtiger? Wichtig ist, dass du das verstehst, dass das miteinander zu tun hat. Dann mache ich mehr Sport und kümmere mich weniger um. So kannst du es machen, aber nicht das eine komplett ausblenden. Okay? So. Und das ist mein Appell an euch. Ich glaube, ich habe jetzt viele Metaphern auch benutzt. Wir leben in einer Welt, die durch Medien extrem intolerant gestaltet wird. Wir sind davon alle ziemlich indoktriniert und haben alle Druck auf dem Kessel. Und wir alle wollen irgendwo den Druck ablassen und da nimmt man gern das Stäbchen und will Recht behalten. Ich möchte es nicht, weil ich will nicht Recht behalten. Ich möchte in einer Welt leben, die gerechter ist und wo die Probleme, über die wir hier reden, nicht mehr so massiv auftauchen, weil wir im Vorfeld erkannt haben, dass wir benutzt wurden. Ich möchte, dass wir sagen, okay, ich möchte nicht, dass Flüchtlingsströme überhaupt erst entstehen und da spare ich mir übrigens dann auch viel Flüchtlingsgewalt in Deutschland. Die Dinge haben miteinander zu tun. Und wenn ich da wenig Einfluss drauf habe, obwohl ich doch die richtige Partei gewählt habe, dann stimmt vielleicht irgendwas mit dem System nicht und nicht mit der Partei, weil egal, welche Partei ich gewählt habe, ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Weil die Amerikaner zum Beispiel mit Rammstein eine Geopolitik vom deutschen Boden aus betreiben, die am Ende des Tages auch einen Impact auf Deutschland hat. Wieso sind die eigentlich hier? Kann man die nicht mal kündigen? Doch kann man. Warum machen wir das nicht? Ja, das ist ganz schwierig. Wieso ist das ganz schwierig? Wer will die denn eigentlich haben? Eigentlich keiner. Und warum sind die denn noch hier? Dann bist du wohl anti-amerikanisch. Haben auch einige geschrieben. Ist einfach nur albern. Es ist albern, dass ich anti-amerikanisch ist. Weil was ist amerikanisch? Amerika ist ein Land, was wir in Deutschland kaum verstehen. Es setzt sich nämlich aus Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Das ist Amerika. Amerika ist ein Land von Einwanderern, die die EU-Bevölkerung ausgerottet haben. Amerika ist ein Großteil der Welt. Da triffst du jeden. Wenn ich also anti-amerikanisch wäre, müsste ich auch gegen den Iran sein, weil in Amerika leben sehr viele Exil-Iraner. Also dieses Argument, der ist wohl anti-amerikanisch, ist schon wieder, ich habe die richtige Schublade, wo ich den reinstecken kann. Eine Vorurteilsschublade, die ich brauche, damit ich mit meinen Vorurteilen zurechtkomme, damit ich sie finde. Okay? So, und solche Nennungen wie Fair Talk werden oft genutzt von Leuten mit Vorurteilen, um zu bestätigen, dass der ja immer schon ein Arsch war. Oder ich bin total enttäuscht. Ich war immer ein großer Fan von Herrn Jebsen oder Herrn Feroz oder Belasch oder Nika Wiener. Aber was er da gesagt hat, also jetzt ist Schluss. Hä? Warum? Warum sollte dann Schluss sein? Es ist eine Meinung zu einem Thema. Für dich mag es ein sehr wichtiges Thema sein und es ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist nicht das einzige Thema. Es ist ein wichtiges Thema unter vielen Themen. Und der, den du gerade gehört hast, den du gar nicht verstehst, hat dazu nur eine andere Meinung. In vielen anderen Aspekten ist er vollkommen deiner Meinung. Vollkommen deiner Meinung. Ihr denkt da ganz ähnlich, aber hier weicht er ab. Weicht deine Frau oder dein Freund, mit dem du zusammenlebst, in irgendeinem Punkt von dir ab? Ich glaube schon, weil er hat schon ein anderes Geschlecht. Das ist eine ziemliche Abweichung. Du verstehst, ihr versteht, was ich sagen möchte. Also, mal ein bisschen runterkochen. Mal ein bisschen locker bleiben. Und sagen, okay, sich selbst beobachten. Warum regt mich das eigentlich so auf? Was ist der schöne Grund und was ist der wahre Grund? Wo kommt die Wut eigentlich her? Und lass mich mal wieder auf das Problem konzentrieren. Wie kriegen wir das denn wirklich in den Griff? Wie können wir das denn wirklich lösen? Indem wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir sollten uns darum kümmern, ob wir vielleicht mit einer rosanen Brille auf Multikulti gucken, ja, weil es ideologisch angesagt ist und die Probleme, die dadurch auch entstehen, sagen, nee, die gibt es alle gar nicht. Da. Und wir sollten sagen, aber das große Rad, da gibt es schon ein paar Typen, die uns ganz schön in die Suppe spucken und die sitzen oft in unserer Regierung, arbeiten aber gar nicht für Deutschland. Also nicht für den deutschen Souverän, sondern die vertreten irgendeine andere private Agenda. Und ich glaube, das haben wir nach Corona wohl alle verstanden, oder? Dass die sogenannte WHO nicht die Interessen der deutschen Volksgesundheit vertritt, sondern dass die WHO von vielen privaten Investoren benutzt wird, um der ganzen Welt irgendwelche Produkte aufzudrängen. Ich möchte gar nicht tiefer in dieses Detail gehen. Das kann man schon so sagen, oder? Und warum sollte es dann bei Geopolitik mit Krieg und Export und Länderdestabilisierung und eine Suppe, warum sollte es ausgerechnet da anders sein? Das ist Globalisierung. Globalisierung bedeutet, dass die Globalisierung predigen, in allen Bereichen sagen, nur das wird gemacht. Nur das. Es gibt nur noch eine Wahrheit und die darf auch niemals hinterfragt werden, Oton Wieler. In keinem Bereich. Weder bei Pharma, noch bei Geld, noch bei Presse, noch Demokratie. Und es gibt nur noch einen Standpunkt. Gibt es nicht. Es gibt so viele Standpunkte, wie es Menschen gibt. Und das ist auch gut so. Fair Talk, fair handeln, fair denken. Miteinander fair handeln. Das ist es. Wenn ihr Migranten seht, seht ihn auch Menschen,
Wenn ihr kriminelle Migranten seht, seht in ihnen kriminelle Menschen. Das hat oft was mit ihrer Herkunft zu tun. Das kann mit ihrer Religion zu tun haben, ist aber nicht zwingend so. Nicht jeder, der eine andere Religion hat wie das Christentum, ist automatisch gewalttätig. Das sind Pauschalurteile, die kann ich nicht teilen, weil ich habe sehr viele Freunde, die sind keine Christen, sind wahnsinnig friedliche Menschen. Ja? So. Aber das heißt auch nicht, dass ich das alles ausblende und sage, das hat alles mit gar nichts, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber die Dinge sind komplex. Und sie über einen Kamm zu scheren, sagen, es ist alles dasselbe, tut jedem einzelnen Mensch Unrecht. Und mit diesem Art von unrechter Betrachtung und unrechter Äußerung produzieren wir nur neues Unrecht. Damit wird diese Welt und auch dieses Land auf gar keinen Fall friedlicher. Gar nicht. Sondern es trägt weiter dazu bei, dass dieses Land sozial immer mehr vor die Hunde geht und sich an die Gurgel geht. Und das ist doch das, was wir nicht wollen. Dass wir auch noch als Deutsche mit oder ohne Migrationshintergrund aufgrund von Meinungsverschiedenheiten an die Gurgel gehen. Das ist doch nicht das, was wir wollen, oder? Das wollen wir nicht, oder? Ich will es nicht. Ja? Ist manchmal schwer, gebe ich zu, weil manchmal reicht es auch. Ne? Man weiß echt nicht, wo man ansetzen soll. Was soll man da machen? Lasst uns darüber diskutieren. Wie kann es eigentlich sein, obwohl wir Lösungen haben, dass wir die nie umsetzen können? Was stimmt da mit unserem System nicht? Können wir das nicht umbauen? Wie gehen wir das an? Wie gehen wir das so geschickt an, dass sie uns nicht im Vorfeld stoppen? Weil immer haben sie mich gestoppt. Ich habe die Grünen gewählt, haben sie verarscht. Die Linken gewählt, verarscht. Die Piraten gewählt, haben sie verarscht. Jetzt werde ich die AfD, wird alles ganz anders. Ja? Mein Name ist Kevan Tsupesiyavash und meine Zielgruppe bleibt die Menschheitsfamilie. Bleibt friedlich, bleibt tolerant. Ich mache jetzt hier aus. Ciao. Dieses Video darf übrigens geteilt werden. Es entstand auf meinem Privatkanal Sophisticated. Dankeschön.